Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Willkommen zurück zu MechWarrior. Ich war hier, habe zwei Missionen gemacht zu unseren Fraktionsfreunden, Davian, wie sie hießen. Dann, ja, ein bisschen Geld gemacht. Ich hätte jetzt gerne noch ein bisschen mehr. Ich bin noch mal überlegen, ob das wir hier nochmal eine Mission machen, mindestens eine. Und dann erst hier zu dem hier zurückfliegen. Und hoffentlich einen legendären Mech abstauben. Gucken wir, was wir für Aufgaben haben. Kackaufgaben, das sind nämlich genau die, bei denen wir keine Freunde sind. Was gibt denn das? Achso. Ach, das sind doch unsere Freunde. Ich habe sie gerade. Genau, diese asiatische Drache ist ja unser bisher unser Feind. Und wir sind auch bei ihnen mittlerweile verehrt, sehe ich gerade. Also, ein guter Kumpel von uns. Das Nest entleeren klingt schon mal lustig. Aus heiterem Himmel. Ein neues Frühwarnsystem wurde auf Elidere installiert. Wir möchten, dass du hinuntergehst und es in die Luft jagst. Ja, klingt auch gut. Komm, das nehmen wir mal. Wir brauchen Geld. Darum stecke ich alles in die finanziellen Mittel. Bitte auch ein Mech raustragen. Aber bisher hatte ich immer Pech bei den Mechs. Also, keine guten. Hatte ich den Griffin gekauft? Ja, ich habe ihn gekauft. Im letzten Spiel, also was ich offscreen gemacht habe, hätte ich auch einen Mech raustragen können. Der brauchte nämlich hier 12 Schrottanteile. Ich hatte aber nur 10. Ah, dann ist die Gesamtsumme nicht so gut. Ach komm, das machen wir einfach mal. Dann habe ich gesehen, ich habe ja nämlich ganz vergessen, noch einen Ersatzpiloten. Oder eine Pilotin, habe ich gerade gelesen. Sie heißt Blanco. Und ich finde, die muss mal Erfahrungspunkte kriegen. Weil, was ich auch gerade nochmal gesehen habe, ist, der kann ja bis zu 43 Sachen aufsteigen, sich verbessern. Sie nur 22, sie hier, Blanco, 25 und der andere nur 21. Und der hat schon fast sein Limit erreicht. Ich glaube, dann ist der erstmal unser Reservetyp, falls mal jemand krank ist und wir im Kriegsgebiet sind und keine erfahrenen Piloten bekommen, dann können wir auf Dawson zurückgreifen. Ansonsten würde ich erstmal Kapitän Blanco nehmen. Jawohl, Blanco Blanco. Roberto Blanco wahrscheinlich. Von dem stammt sie bestimmt ab. So. Zerstören. Zerstöre Satellitenschüssel. Am Standort Delta. Das alles? Alles? Wenn wir beschossen. Online. Sensors online. Weapons online. Gute Laune. All systems nominal. Online. Was ist denn hier los hier? Wir werden schon gleich beschossen hier, verdammter Scheißverein hier. So. Das ist ja richtiges Kriegsgebiet hier. Oh, das war ein feindlicher Mech-Typ. Ah, diese Scheiße hier mit diesem. Wie konnte er mich da treffen, bitte? Von hinten. Oh, dann ziehen wir weiter. Target acquired. Target destroyed. Ah, so ein Sackgesicht, ey. Treffe ich nicht. Gut, Hammer. Da ist auch ein Mech. Nienna. Der kriegt erstmal Begrüßungsraketen. Und dann nochmal hier schön PPK in den Arsch. Bleib doch mal stehen, du! Ah, verdammt, schon wieder daneben geschossen. Add one more to my kill count. Gehst mir auf den Sack.
scheiß Helikopter, ey. Hammer. Geht doch. Aber jetzt will ich den Mech haben. Hammer. Haben wir auch. Super, ich bin dunkel, gefällt's mir. Dann gehen wir erstmal geradeaus. Dann haben wir zwei Ziele vor uns. Zu mir, Kameraden, zu mir. Ihr seid eh schon bei mir, wunderbar. Ah, was steckt denn da? Ein Geschützturm. Gut gemacht, Blanco. Ah, hier. Camper, ja. Ah, zerstört. Oh. Hinten wurde ich erwischt. Das war bestimmt dieser Camper-Panzer. Aber gleich müsste der nächste Feindkontakt kommen. Kameraden, warum folgt ihr mir nicht? Ihr könnt ruhig kommen. Wir haben getroffen. Ja, ein bisschen. Perfekt. Danke, hol den Helikopter runter, den Geweh auf den Sack. Der Panzer fliegt, habt ihr den gesehen? Geil, fliegender Panzer! Jawoll, das sah ja cool aus. Fliegender Panzer! A flying tank! Das sah cool aus. Au! Alter! Scheiß kleine... Target. Ja, das sagst du schön. Ich liebe es, wenn du es sagst. Ah, da ist er wieder. Zu kleiner Hurenbock von Panzer. Ey, ich treffe den nicht. Ich brauche was mit mehr Feuerfrequenz. Ja, man kann auch durchlaufen. Warum auch nicht? Ja, die machen sich hier richtig gerade. Meine Kollegen. Ich markiere was, es wird zerstört. Ich markiere was, es wird zerstört. Ich kann mich nicht beklagen. Willkommensraketen! Yeeha! Hier vorne ist noch was. Ey, jetzt habe ich nämlich schlechte Waffen, dass ich diese scheiß Schüssel nicht kaputt kriege. Alter, die Satellitenschüssel des Grauens. Ja, und gehen wir hier gleich links rum. Das ist ja voll die Falle hier. Add one more to my kill count. Target destroyed. Target destroyed. Target acquired. I got it. Destroy. Target destroyed. Gut, Hammer. Ah, es kommt immer ein neues Ziel. Alter. Dich zerlatsche ich jetzt, kleines Arschloch, oder auch nicht. Da mein Hintern angelasert.
Target acquired. Target destroyed. Sollten wir mal die Häuserchen hier angucken. Abrissunternehmen Heinrich. Nippel F? Nee. Da steht nicht Nippel F, aber so ähnlich. Oh. Sieht hier verdammt normal aus. Scheißverein. So. Schön ein bisschen Damage machen hier. Abriss unter dem. Zack und weg. Das läuft richtig. Wir decken was auf, es wird gleich zerstört. Aber irgendwie kommen in dieser Mission keine feindlichen Mechs vor. Da war die in Offscreen leider irgendwie cooler. Naja, wenn wir jetzt noch einen besseren Mech kaufen vielleicht, dann können wir ja auch die Mission machen, die ja noch ein bisschen mehr Tonnen haben. Und weg ist er. Egal, das sind Panzer, Panzer sein. Wir ziehen unseres Weges. Los, folgen. Lauf dir nicht hinterher. Als es abgefahren ist. Ah, ich komme da nicht hoch. Fuck you. Das will ich mal gleich testen. Halt, stopp. Oh, passt doch. Surprise, Motherfucker. Destroy. Hey! Target destroyed. Objective down. That was a great showing, Commander. Our benefactor will be pleased with our success. So schnell. Now get back to the dropship, ASAP. Ja, war doch eher. Ja. Keine komplizierte Aufgabe hier. Ach komm, was soll's. Target destroyed. Ach, da hinten. Ah, oh, wie tut mir weh, mein Arsch. Erleuchtet. Scheiß drauf. Gibt ja keine Punkte dafür, also kein Geld, kein extra Geld. Müssen wir aber diesmal weit laufen dafür, um dahin zu kommen. Oder mache ich hier gerade einen Umweg? Ich habe auch meine Kollegen abgehängt. Ja, hier hat sich da vorhin irgendwo ein Panzer versteckt, ne? Da. Aber es ist nicht der einzige. Target down. Okay. Victory is ours, Commander. Ja. Das war ja wohl leicht verdientes Geld. Wie ein weiser Mann mal sagte, null problemo. Ich weiß aber nicht, wer die Person war. Ja. Ich komme mit diesen Abkürzungen nie klar. Ah, eine PPK. Habe ich mal eine auf Reserve. Das ist doch ganz praktisch. Ah, der hat ja auch Flamer. Wie sind die Flamer ausgegangen für den kleinen Firestarter? Darum habe ich den einen Laser gegeben.
Aber er kriegt irgendwann nochmal einen Flamer. Flammenwerfer. Irgendwann. Der kleine Firestarter. Den habe ich irgendwie lieb gewonnen. So, dann gucken wir mal, was das Konto sagt. Erstmal reparieren. Ach, das ist ein Jänner. Ah, ist eine F-Variante. Also muss ich jetzt nicht aufheben. Deswegen haben wir hier zwei zum Verkaufen. Obwohl, den kleinen hier. Weiß ich nicht. Ah, den hebe ich mir vielleicht mal auf. Aber erstmal müssen wir reparieren hier auf jeden Fall. Und dann suchen wir uns ein neues Reiseziel. Oder brauchen wir noch eine Mission? Warte mal. Nee, ich fand die jetzt auch langweilig in diesem Gebiet. Aber er zeigt hier keine mehr an für uns. Das ist irgendwie unschön. So, ich würde sagen, wir fliegen erstmal hier hin und können dann vielleicht gucken, was dann hier angeboten wird, wenn in Tripoli oder Paris dieser seltene, legendäre Mechs angeboten werden. Dann fliegen wir natürlich dahin, ansonsten Marduk oder Paris. Weil wenn ich gleich hinfliegen würde und hier würde, also zu Marduk und dann würde hier der legendäre sein, dann würde ich mich natürlich ärgern. Dann fliegen wir erstmal dahin und gucken. Entschuldigung. Weil aktuell sind wir ja ausgelegt für 170, 175 Tonnen. Aber die anderen Missionen hatten ja 200, 240. Und ich denke mal, das ist dann schon ein Unterschied. So, gehen wir nochmal auf die Sternkarte. Hey, wir sind hier und, tja, Arschkarte. Jetzt gibt es bei Marduk keinen seltenen Mech. Jetzt gibt es auch bei Tripoli nichts. Ja, dann würde ich sagen, wir fliegen jetzt. Heidi ho, ich kann. Wir fliegen nach Paris. Ach, da muss ich über Marduk fliegen. Das kann ich, Tripoli kann ich direkt erreichen. Weil so kostet mich das dann ja quasi 100. Na gut, wenn ich dann so und dann 50 hinfliege, kostet wahrscheinlich auch 100. Na komm, reise mal. Wir haben's ja. Wir haben's ja. Komm. Hey, du sollst fliegen, du Sackgesicht. Und los. Und weil die Animation so toll ist, sehen wir die gleich nochmal. Ich weiß aber nicht, ob der Planet sich da reflektiert. Ich sehe gerade, ich muss meinen Monitor mal säubern. Mal wieder. So, das erste Mal in meinem Leben in Paris. Ein Grashopper. Klingt jetzt nicht so geil. Nee. Ich wollte jetzt da auf dem Markt. Das ist es aber ein 70-Tonnen-Mech, ey. Ein Handspeck wollte ich auch haben. Aber der ist leider halbe Marsch. Da muss ich auch nochmal Geld reinstecken und Teile. Zwei Laser, der hat aber. Der hat hier nur einen Laser. Warum hat denn der hier als Modell quasi noch einen Raketenwerfer dabei? Ach, und ich bin hier verachtet. Da gibt es gleich mal einen Aufschlag. Scheiß Paris. Oder soll das die AK-20 BF sein? Ja, okay. Das ist die auch. Stecken denn die anderen Laser? Handspeck. Ah, der sprengt unser Konto, Alter. Ein Grashüpfer. Der Sprungdüsen. Ursprünglich ein Eilauftrag, der sowohl für offene als auch für verdeckte Einsätze auf Terra bestimmt war. Verzögerten, was? Genau.
verzögerten Schwierigkeiten bei der Integration mehrerer Stealth-Systeme des Chassis jedoch bis nach dem klimatischen Ende des Amaris Corp. Mit der Notwendigkeit, länger eine treibende Kraft zu sein, bla bla bla, Tarnsysteme, das ist mir Wumpe. Feuerkraft ist mir irgendwie... Ah, so ein Blackjack. Der hat nur 45 Tonnen, aber den finde ich irgendwie cool, weil der hat zwei von diesen AK. Und sieht aus wie so eine Artillerie. Wenn man das noch ein Rohr verlängern könnte, so ein richtiges schönes Artillerie. Eine Artillerie auf zwei Beinen quasi. Der Grashüpfer mit seinen, ja gut, der macht einen Haufen Laser, ein bisschen Raketen. Und der Name passt mir nicht. Also die Feuerkraft, weiß ich nicht. Was hat denn meiner? Feuerkraft. 28 hat er Centurio. 22. Der Centurio hat mehr Feuerkraft als mein Griffin? Ich hätte nicht gedacht. Okay. Okay, muss man erstmal wissen. Ich nehme das Geld mal in die Hand. Wir fliegen nochmal zu New Mendan oder wie man das aussprechen mag. 13 Tage. Was kostet die Welt? Einfach mal 13 Tage im Alten. Grashüpfer. Also ich weigere mich, einen Mech zu spielen, der Grashüpfer heißt. Ein seltener Mech, Nienna. Mann, ist das ein Hammer. Das ist ja der Hammer, Nienna. Boah. Ein seltener Nienna. So, was ist an denen jetzt so geil? Ist auch eine D-Variante, die ich ja eigentlich schon habe. Oh, was ist denn ein Dragon? Ach, ich bin noch nicht so mit der Mech-Ausbeute zufrieden hier irgendwie. Weil mich kotzt es an, dass die ja schon wieder fast alle im Arsch sind. Und ich da noch Geld reinpacken muss. Aber Waffen hat er alle da. Weiß nicht, was da im Arsch ist. Er sieht auf jeden Fall mächtig aus. Ach, da ist eine Laserwaffe. Da ist eine Laserwaffe. Hat 28, so ungefähr wie der Centurio. Dass mein Griffin so wenig hat an Feuerkraft, finde ich krass. Er hat mehr. Ich nehme den Hunchback. Den kaufe ich jetzt. So, ja, den auch. Weiß ich nicht. Habe ich jetzt gerade nicht herausgefunden, was der so besonders macht. Hat er vielleicht KSR-4 Waffen statt Zweier? Wir haben noch einen Jänner hier. So. Ja, der hat 4. Feuerkraft 21, na gut, das kommt jetzt, weil hier eine andere Raketen drin sind, aber ich weiß nicht, was jetzt an den anderen besonders sein soll, dass ich da mehr Geld ausgeben soll. Aber wenn wir schon mal hier sind, können wir ja welche verkaufen. Hier nehmen wir mal den. Na, können wir verkaufen. Und den zweiten Jänner hauen wir auch mal raus. Dann haben wir wieder ein bisschen Geld. Dann reparieren wir den mal.
Also das Aussehen geht schon mal gar nicht, aber das können wir ja zum Schluss machen. Lass mal zeigen, was du hast. Wärmetauscher sind alle im Arsch. Habe ich noch welche? Alles Standardwärmetauscher. So, reparieren. Kopf ist aber, da könnte ein bisschen Panzerung vertragen, der Kopf. Lassen wir mal so. Aber was ist denn so im Arsch gewesen? Nur der Wärmetauscher? Bin mal auf die Waffe gespannt. Was für eine Reichweite hat die? Ach du Kacke, willst du mich verarschen? 270. Das ist ja nichts. Ich habe mich ja hier schon immer ein bisschen aufgeregt. Ja, Schaden macht sie natürlich super, aber Reichweite ist natürlich ein Graus. Dann muss ich ja richtig in den Nahkampf mit dem Kleinen hier. Ich dachte, das wäre jetzt so eine fette Distanzwaffe. Ja, mit sehr niedriger Reichweite. Schaden 10, dafür macht er prächtig Schaden. Ich versuch's mal so, wie es ist. Ansonsten muss da was anderes rein. Ja, seltene Mac Jenner. Das ist der größte Scheiß ever, den sich da jemand ausgedacht hat. Ist da? Jetzt wird ein Heldenhafter angezeigt. Alter, ich kack dir ins Gesicht. Ich guck mir den jetzt an. Wir müssen ja eh ein bisschen Zeit überbrücken. Bei den Handspeck würde ich natürlich auch spielen. Wer ist einer, der mir gefällt, Alter? Wer? Blackjack. Das ist eine Flak. Der ist als Flak konzipiert. Wenn ich das hier so sehe. Maschinengewehr, 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 Maschinengewehr. Maschinengewehr. Ah, Alter, wenn ich den kaufe, ne? Ah. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der viel Schaden macht, ehrlich gesagt. Ich glaube eher, dass der... Weiß ich nicht, nee. Oh, der geht auch. Also ich würde den hier auch mal gerne spielen in dieser Konfiguration, also... Außerdem hat er nicht so einen Scheißnamen wie Grashüpfer. Aber ich kaufe ihn erstmal nicht, weil wir haben zu wenig Geld. Das Einzige, was wir... Der braucht noch ein paar Tage. Okay. Ein Tag braucht er noch, okay. Gut, dann würde ich sagen, genug aufgeregt. Fliegen wir mal in ein Kriegsgebiet, was ein bisschen interessanter ist. Hier haben wir ganz viele Missionen. Da fliegen wir auch jetzt mal hin. Und die Animation hakt. Okay. Ich hoffe, es waren nur 200 Tonnen und nicht 250. Schwarzmarkt. Oh, da müssen wir gleich mal gucken. Habt ihr auch Max? Ja, aber nichts, was mich umhaut.
Aufträge. Natürlich für die Häuser, für das Haus brauchen wir gar nichts machen. Schwierigkeit 27 ist natürlich schon mal eine komplett andere Schwierigkeitsgrad, als den wir gerade hatten. Das Wasser auf diesem Planeten ist giftig. Die lokale Fauna und Flora ist natürlich nicht betroffen. Das bedeutet aber, dass die Bevölkerung das Wasser reinigen muss, um zu überleben. Das Ziel dieses Angriffs ist eine lokale Wasseraufbereitungs- und Speicherungsanlage, die das Kombinat für die ausschließliche Nutzung durch seine operative Basis beschlagnahmt hat. Zerstöre diese Anlage, um dem Feind diese wichtige Ressource wegzunehmen. Dies wird ihn zwingen, auf teure Ersatzwasserquellen von außerhalb des Planeten zuzugreifen. Und wir sind ja immer noch verehrt bei den House Davian. Ich hoffe, das ist auch so richtig. Ziel Kurita. Schrottteile. Was kriegen wir denn so Maximum? Boah. Ah, 200. Das ist okay. Damit komme ich klar. Bisschen müssen wir wahrscheinlich. Das reicht doch nicht. Ah. Pass auf, und ich weiß jetzt schon, wenn ich jetzt da noch tiefer gehe, dann kriegen wir einen guten Mac. Oder einen interessanten Mac auf jeden Fall. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt runtergehe, ne? Also jetzt unter 12. Wenn ich jetzt über 12 gehe, kriegen wir nur Schrottteile. Ich weiß es, ich wette es mit euch. So, Firestarter bleibt, den mag ich einfach. Du kriegst jetzt einen anderen Mac und zwar kriegst du gar keinen, warte mal. Ich weiß nicht, ob es klug war. Ich will den Hunchback spielen. Das heißt, ich gehe auf den Nahkampf, wenn ich den so richtig verstehe, den Mac. Und Blanco. Ja, Blanco kriegt, komm her, kriegt den Griffin. Also die machen ja beide mehr Schaden wohl als, ja, 28,8. Der macht 37, aber dafür muss er nah rankommen, ne? Und der macht halt 22, der Griffin. Die PPK hatte für mich mit 500 Meter aufgerundet ja auch nicht so die übelste Reichweite. Aber das sind ja Mittelklasse-Max, wenn ich das so verstehe. Vielleicht gibt es da noch bessere. 190, ja, passt doch. Ich glaube, auf die 10 Tonnen kommt es jetzt auch nicht mehr an. So! Zerstöre Standort Alpha. Und wir sind schon wieder in Beschusslinie. Online. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Feind voraus. Oh, was war das denn bitte? Oh, ich habe ein bisschen mehr Laser. Ich treffe nicht. Ah! Flieg doch mal weg da! Das ist wirklich war! Habe ich noch andere Waffen? Die Musik ist gut von dem Mac. Okay. Ich muss jetzt mal gucken, was haben wir noch? Noch ein Mac. Enemy mech destroyed.
Target destroyed. Arschlöcher! Guck mal, gucken, was ist denn der Dreier? Ach, der Dreier-Laser hat eine kurze Reichweite. 150 ein Low-Laser. Den muss ich austauschen. Der gefällt mir nicht. Tango eliminated. Target destroyed. Oh, ein Truppentransporter? Nee, war was anderes. Das war größer. Die Raketen fehlen mir auch irgendwie. Diese Raketen habe ich eigentlich gemocht. Vielleicht packe ich statt den Laser, der jetzt gerade irgendwas angezeigt hat, doch eher Raketenwerfer rein. Ja, alles ist eher kurze Reichweite, 270. Also ich bin eher für wirklich für den Nahkampf vorgesehen. So. Oh, der stört mich, der stört mich. Destroyed. Okay, das auch hin. Enemy mech town. Ah, die fetzen schon. Das fett. Die Waffe fetzt. Aber dieser kleine Laser, der passt da irgendwie nicht rein. Ah, scheiße. Wie viel Schuss habe ich noch? Nicht mehr viel. Das ist natürlich auch bescheiden. Der braucht unbedingt mehr Gewicht, der Junge hier. Hey! Target acquired. Was war denn da Schönes? Ein Rifleman. Ja, den könnte ich gerne, den würde ich gerne haben. Aber meine Laser kommen eh nicht an. Ne? Boah, den hat es auch voll zerlegt. Jetzt kommt wieder dieser Truppentransporter. Ah, fuck. Der sieht cool aus. Jetzt zeigt er 18 an. Habe ich jetzt 18 Salven noch oder was? Müssen wir mal gleich mal gucken. Müssen wir ein, zwei Mal drücken und dann zählen wir mal mit. Aber wenn wir eine längere Mission haben gegen mehr Max, ist das natürlich ein bisschen wenig. Na, dann lassen einen da. Dieses Geschützding. Ah, diese kurze Reichweite, ne? Target destroyed. Ich muss mich also dran gewöhnen. Also ich glaube, ich brauche einen Mech für mich selber zum Spielen. Einen mit der auf Distanz kämpft, richtig. Und einen, der quasi. Jetzt konzentriere ich mich auf das obere Ziel. Und hier unten kommen sie alle. Wow. Ah. Nein! Target destroyed. Okay.
Nee, das andere Ziel will ich haben. Target acquired. Ah. Target down. Muss ran. Ich muss ran. Du bist mein Ziel. Ah, Fitzer. Der mittlere Laser, der kleine Low-Laser, der muss weg. Ah, voll daneben geschossen. Zweimal gedrückt, das sind Salven. Wow, 15. Ja, ich habe die größere Munition, du Sackgesicht. Der, der abgeschossen wird, muss auch durchbeleidigt werden. Wir brauchen das. Hey! Dir ziehe ich das Gehalt ab. Beschießt er mich einfach. Kann er nicht mal warten, bis ich vorbeilaufe? Tango eliminated. Super gemacht. Target destroyed. Ah, diese kurze Reichweite. Ah, das war hier die PK-Waffe, ne? Oh, der muss weg. Die Raketenwerfer-Dinger sind immer übel. Target neutralized. Ja. Alright. There goes Vispani's only source of fresh water. Hopefully, the Curitan government will be compelled to pay high prices for off-world aqua. Otherwise, a lot of civvies are gonna go thirsty. I gotta say, for people who value nobility and also, justice, ich bin grad durstig. These Davions are certainly devious. Target down. Also auch wenn die Mission gerade mit mehr Tonnen war, ich glaube, die hätte ich auch mit 170 Tonnen gewonnen. Also war jetzt schlimmer als erwartet. Was ich wieder gut finde, ist, dass sich auch hier wieder der Planet ein bisschen geändert hat, ne? Mit diesen großen... Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Also die holen sich nicht so häufig, die Planeten. Also natürlich am Anfang war es immer Eis oder Wald. Aber jetzt kommen schon andere Planeten vor, die einfach... was ich cool finde. Auf so einem Vulkanplaneten war ich auch schon zweimal. Einmal bei Nacht. Sah cool aus. Ich hoffe, das sind jetzt nicht alle Planeten gewesen, die wir gesehen haben. Dass auch mal mehr kommen. Und ich hoffe mal, dass wir einen richtigen Kampf in so einer Makrowelt haben. Also, wo nur Stadt ist. Wo man so zwischen den Häusern kämpft und so. Das würde ich auch cool finden. Und hat's ja ein bisschen angeschmort hier, der Gute. Ich habe vergessen, den zu lackieren, verdammt. So. Och, jetzt kommen wieder mal eine Abkürzung. Aber es sind alles kleine. Das müsste wieder das Spider sein hier, ne? Aber hey, das sind 2 Millionen extra. So, dann geht hier immer der AK-5 bei mir kaputt. Warum nicht den auch nochmal mit? Maschinengewehr. Ich nehme noch den M-Laser. M-Laser kann man immer gebrauchen. Und ich muss mal gucken, was ich mit dem Typen mache. Wie viele 2 Teile haben wir noch? Hier Maschinengewehrmunition, falls das wieder mal kaputt geht bei meinen Kollegen. Und ich habe auch kein Maschinengewehr. Nehmen wir einfach mal mit. Ja, Schaden hat sich gut verteilt eigentlich. Der Centurion hat ein bisschen mehr bekommen, aber sonst geht's eigentlich. Finde ich okay. Und wenn ich sehe, hat keiner seinen Waffenarm verloren. Aber ich bin diesmal absolut nicht von den Punkten her der Beste. Das ist wirklich mal der Freeman. Mit dem Centurio. Ungewohnt. Ja, ich komme mit der Spielweise von dem nicht klar. Ich glaube, der ist wirklich... Also diese Nahkampfdinger sind doch eher was für die KI. Also ich
bin mit dem Hunchback ein bisschen so gespalten. Wir haben ja gerade genug hier, der kann doch auch hier in den Kühlhaus. Damit wir ein bisschen Platz haben. Ja, und mehr Missionen können wir ja gar nicht machen, weil das ist ja wieder nicht unsere Baustelle. Die nächste besondere Mission ist hier unten. Mit hohen Belohnungen. Hier können wir nicht machen, weil die ja zur falschen Fraktion gehört. Da habe ich auch keine Lust. Dann schauen wir uns doch einfach mal Operation mit mehreren Missionen. Ah ja, das machen wir nächstes Mal. Das machen wir nächstes Mal. Ich setze schon mal den Kurs und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst doch gerne mal ein Like oder einen Kommentar. Ansonsten bleibt gesund und ja, schaut weitere Videos von mir oder Mathilda. Na, haut rein, ciao!